Seid herzlich willkommen zurück zu Pokémon SoulSilver. Wir werden gleich den Kampf gegen Suicune bestreiten. Oh, Eisen. Oh, gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber keine Sorge, das ist schon gut so. Schon seit wir uns in der Turmruine von Teak City zum ersten Mal gesehen haben, wusste ich tief in mir drin, dass Suicune dich auserwählen würde. Da sieh nur, Suicune wartet auf dich. Es wartet darauf, dass es von einem Trainer herausgefordert wird, der sich mit voller Kraft in den Kampf wirft. Es ist soweit. Ja! Hier. Werden noch mal kurz hier speichern. Und wenn da uns dann Suicune in den Kampf stellen. Suicune, du hast so lange auf uns gewartet. Der Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon mit hohem Initiativwert zu fangen. Versuche es wert. Ich hätte zwar gerne einen Flopball, aber diesen gibt es hier leider in dieser Garanda. In diesem Spiel nicht. Donner, Slifer. Einmal können wir ruhig noch einsetzen. Oh ja, so ist gut. Und jetzt, Suicune, komm in den Ball und bleib bei uns. Ja, ich weiß, ich werde die Pokéball haben, versuche es trotzdem wert. Man kann es ja immerhin versuchen. Vielleicht werde ich vorher erstmal heilen. Alter, zum Glück hat Suicune das nicht beim ersten Mal eingesetzt. Ich wäre ja vollkommen draufgegangen. Komm her zu uns, Suicune. Pokéball, los! Du willst es also auf die harte Tour, Suicune. Oh, gut. Du willst es auf die harte Tour. Kannst du gerne haben. Ich habe noch locker 61 Pokébälle. Ein paar Hyperbälle habe ich auch noch. Ich habe noch ein paar Superbälle. Ein paar Freundesbälle habe ich auch noch. Du kannst jeden Ball haben. Nur zieht sich dieser Kampf vermutlich auf die ganze Folge hinweg. Von der Wacke dabei schon zweimal und er bricht es trotzdem aus. Ein perfekter Wurf, ein perfekter Fang wäre jetzt eigentlich genau das Geniale. Ich habe bisher, glaube, dreimal einen perfekten Fang gehabt.
Einmal in Pokémon Sonne und Mond. Und ich glaube, zweimal in Pokémon Schwarz und Weiß. Da habe ich schon mal perfekt Fang gehabt. Meine ist ganz nice, wenn der Ball ja nur einmal kurz wackelt und das Pokémon drinne bleibt. Ach so. Mann. Lass mich einmal kurz saven. Wie kommen wir jetzt wirklich auf die harte Tour? Mal waren genug Versuche. Klar wäre es schöner gewesen, wenn es paralysiert gewesen wäre, aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. Der Silver kriegst du nicht so schnell down. Ich meine, ich bin ja froh, dass es schon mal überhaupt zwei Wackler gehabt hat. Mit dem dritten Wackler wäre ich sogar noch zufriedener. Aber was wollen wir erwarten? Es ist nun mal ein legendäres Pokémon. Ich meine, wir können ja froh sein, dass es nicht abhaut und wandern geht. Von der Jagd mal ganz abgesehen. Kristall war es ja noch relativ einfacher. Ja, ja, setz Regentanz ein. Ich sage, das zieht sich über die ganze Folge hinweg. Kann schon heftig werden, so ein Fangversuch. Komm schon, bleib drinne. Wir möchten dich doch bloß für unser Team haben. Aber so einfach will es uns das nicht machen. Komm schon, Suicune. Bleib drinne.
kann mir schon vorstellen, wie einige sagen werden, benutzt er den neuen Hyperball wegen dem Fangfaktor. Klar. Kann ich machen. Aber es klappt auch mit einem normalen Pokéball. Ha! Hab ich dich endlich. Zwiekun kriegt natürlich einen Spitznamen, weil es ja mit ins Team soll. Zwar werde ich's. Ne, ich werde es nicht so machen. Oder? Oder doch, machen wir so. Genau, so werden wir es nennen. Sora, das war wirklich unglaublich. Jetzt, wo ich diesen Kampf beiwohnen durfte, gibt es echt nichts mehr, worüber ich mich noch beklagen könnte. Lebe wohl, Suicune. Lebe wohl, Sora. Ach, guck mal. Die Shopping Queen muss wieder anrufen. Die kann anrufen, so viel sie will. Gut, Leute. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal nach Orania City aufmachen. Nachdem wir im Pokémon Center waren. Dann werden wir nach Orania City fliegen. Von dort aus werden wir uns dann durch den Diktat-Tunnel begeben. Durch die Diktatunnel hin zu Rocco und ihn herausfordern. Das Schlimmste wird nur ein Trainer nachher werden. Und das ist Rot. Trainer Rot wird nachher nochmal ziemlich schwer werden. Mit seinen ganzen overpowerten Pokémon. Ach Quatsch, das geht ja dahin. Apropos, wo ist ein Troy eigentlich? Obwohl, den kann ich auch später irgendwann mal suchen gehen. Ach scheiße, hier war ja jetzt nur ein Relax auf uns, ne? Ja. Achso, stimmt, wir wollen ja jemanden abholen. Da wir Gyarados jetzt nicht mehr brauchen. Das werden wir noch machen und dann werden wir die Folge auch beenden. Einmal da. Pokémon bewegen. Dass ich das Team dann nicht öffne. Wir brauchen ja. Nein, doch nicht die Ruhmeshalle schon wieder. Stimmt, wir brauchen ja nachher sowieso ein Pokémon mit Kaskade. Kaskade, ich glaube, Kraxler brauchen wir auch. Das wird nochmal richtig hart. Gut, Leute. Jedenfalls würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin allerdings habt einen wunderschönen Tag bzw. einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.